gibt's denn hier? Führt euch zum... Achso, unscheinbaren Gebäude. Dies sind sie, sagt er zu ein paar Wachen, die sich darin befinden. Sie senken die Waffen. In einem verborgenen Keller findet ihr eine große Menge an Lebensmitteln und nützlichen Gegenständen. Nehmt, was ihr... Okay. Mehrmals gehen, um alles zu holen. Nehmt, was ihr tragen könnt und geht. Nehmt, was ihr tragen könnt und den Rest vernichten. Nee, wir... Mehrmals gehen, um alles zu holen. Ja. Ist vielleicht doof. Es dauert länger, wenn, als du gedacht hast, die gesamten Vorräte aus dem Keller zu holen. Jeden Moment rechnest du damit, dass Eckelsmänner um die Ecke kommen. Schreien in einiger Entfernung bestätigen, dass deine Befürchtung... Schließlich. Du holst die anderen und ihr verlasst das Gebäude gerade rechtzeitig zur Schlacht. Oh. Okay. Damit hätte ich natürlich gerechnet. Ah, jetzt haben wir nur das Problem. Ja, jetzt haben wir das Problem hier. Dass die beiden verletzt sind, aber die müssen wir nicht mitnehmen. Wir haben ja auch die. So, der neue Typ. Jetzt müssen wir nochmal gucken. So, das war auch so ein Drescher. Was ist das hier? Verleumder. Okay. So, was soll das? Was kann der verleumden? Durchlauf. Charakter wählt ein Ziel aus, durchläuft dann mehrere Felder, um es zu erreichen. Charakter, die er unterwegs trifft, erleidet 2 Punkte Rüstungsschaden. Er stoppt hinter seinem Ziel und bewirkt dort normalen Stärkeschaden. Durch Freund und Feind bewegen. Es ist der beweglichste auf dem Kampfplatz. Besonders geeignet ist er, um Schützen oder geschwächte Gegner auszuschalten, die sich den hinteren Reihen verbergen. Aha. Charaktere, die er unterwegs trifft, allein 2 Rüstungsschaden. Aber zählt das auch für eigene Leute? Das wäre ja doof. So, bei wen level ich jetzt auf? Den hier zum Beispiel. Kraftprotz. Was konnte der? Der konnte den Rambock. Aber guck mal, wir haben... Aber, ja, aber wir haben nur 10, ne? Ja, mach ich erstmal so. Besser ist. So, und jetzt ist die Frage, ob ich noch einen machen soll. Ich mach den hier. Klar, der war so gut. So, der hat ja auch relativ viel Rüstung. Das ist auch gut. So. Okay. Genau, Alett muss sowieso warten, ne? Das ist richtig. Ja, wir haben sowieso nichts mehr. Die stehen sich ja schon wieder... Okay, aber nur einen Bogenschützen sehe ich. Danach ist der hier dran. Okay, boah, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, 2. Ne, warte mal, der geht hier hin so. Der geht... Warte mal. Der geht hier hin, da kann der nämlich so... schräg nach rechts gehen. Der kann da bleiben. Der hier. Ich glaube, der geht mit den beiden mit. Wir gehen mit diesen beiden nach rechts. Also nach hier so. Den Schützen. So, jetzt ist der nur noch. Der kommt. Soll der hier mit hin? Aber das ist auch komisch, ne? Ja, komm. Was soll das aber? So. Ah, ich habe natürlich wieder gar nicht an die Reihenfolge gedacht. So, machen wir das direkt. Flatten die ja. Guck mal. Gut, ne? So, ja, die können nicht... Ach, Mist. Ja, da ich... Okay. Mal wieder nicht aufgepasst. Aber gut. Okay, der kann auch nichts machen. Das ist gut. So. Er ist mit der Rüstung ein bisschen doof, aber mal gucken. So, der Speerträger. Den, doch, der kann schon mal hier, oder? Ne, warte mal. Die hat noch 5, ja. Wollte ich ja mit dem machen. Der ist so krass. 6 Schaden, was soll das denn? Hier. Jawohl. So, das war schon mal gut. Ach, der kann das auch. Das ist ja mies. Na, jetzt ist selber mal gespürt. So. Ja. 2 Rüstungsschaden. Nur das ist ein bisschen schlecht. Der kann gar nichts machen, der da... Okay, ja, die ist weg.
So, der geht auf den hier mit. So, dann können wir danach voll auf den seine Rüstung gehen. Okay, Steinmauer, nee. Steinmauer ist, glaube ich, auch nur zum Verteidigen gewesen. Haben die alle viel Rüstung? Das ist nicht gut. So, okay. Mal Rambok, der macht Rüstungsschaden. Achso, und den mit zurückstoßen, ne, aber... Warum ist denn das... Rot, auf den wollte ich eigentlich gar nicht. Nochmal 5, der ist jetzt... Ne, der lebt immer noch. Krass. Was ist mit dem da? Der hat 11 noch. Jawohl. Zack, jetzt hat er nur noch 5. So. Okay. Sieht der hier noch aus? Ja. Oder? Nee, auf. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wer als nächstes hier dran ist. Okay, der. Wer ist er denn eindeutig? Jawohl. Ist das noch gereicht? Mal 5 auf den. Okay, der ist hier dran. Der hat nur noch einen, das ist ja auch doof. So viel wird der hier. Und der hat auch nur noch. Die haben beide noch einen. Das ist ja richtig doof. Ist ja gar nicht so weit. Aber guck mal hier, das ist ja gut. Das ist doch ein Feind da. Machen wir mal. Oh. Schade. Aber war doch gut. So. Stimmt. Der kann den ja schon mal hauen. 5, wie viel? Der hat noch 8 Rüstung. Dann muss er auf die Rüstung gehen, sonst trifft er nicht. Ja, das ist ein bisschen schlecht. So, hier nochmal drauf. Okay, dann muss er auf die Rüstung gehen, das war ging ja anders. Können wir nochmal machen? Ja, ne? Mist, warum kann der nur 2? Okay, aber jetzt hat der einen. Was soll er machen? Das kriegt er nicht hin. Ah, Mist. Okay. Dann lauf einfach weg. Stimmt, das hätte er machen können, aber... Nein, er läuft hinterher! Und der geht nur auf die Rüstung. Das ist ja... vorteilhaft. Können wir... Nee, können wir nicht zurückmachen? Kann er den überhaupt tun? Nee, geht gar nicht. Mist. Okay, Das hier geht alles nicht so richtig. Nee, okay, dann zieh dich mal auch zurück. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll, ne? Weil wir haben ja schon relativ viel verloren hier. So, stimmt. Oh, Mist, aber der kann... Okay, doch, der kann hier hingehen. Den weghauen. Geht es ja. Und jetzt gehen alle auf den Riesen. Okay. Ja, der Rüstungsschaden, das ist schon ein bisschen doof. Gehen wir mal hier und dann haben wir vielleicht eine ganz gute Ausgangsposition. So. Haben wir gleich die Formation auch ein bisschen kaputt gemacht. Das war ja gut. 7 macht der. Okay, krass. Hier. Aber, ja, der... Der hat noch so viel. Ja, Mist. Ja, das war nicht so gut. So, der hat einen noch. Der hat da... Oh, der hat 5. Ach so. Ja, Mist, ist ja ein anderer. Ja, okay, aber... Ja. So, guck mal, das kann der ja mit seinem Skill hier machen. Jawohl, da war wenigstens ein Treffer davon dabei. Ah ja. Daran habe ich nicht gedacht, dass er auch noch laufen kann.
mal hier, das ist doch gut. Ja. Zack, jawohl. Da hat er auch nochmal kassiert. Jetzt ist der vielleicht als nächster dann auch dran. Es ist aber auch ein mieser Skill, ey. So, jetzt kassiert der aber dafür als Rache. Zack, jawohl. Der auch noch auf den Riesen. Oh Mann. Das wird ja jetzt doch nochmal richtig uncool hier. Okay, das geht aber. Zack. Kritischer. Oh. Dreier. Aber der hat noch, okay. Ja. Okay, jetzt. Der kann danach nichts mehr machen. Ja, wir haben auch noch Dreier. Ja, das ist ein bisschen... Okay, kannst du jetzt mal... Da soll er hin, ja. Okay, der ist dann schon mal größtenteils raus. Oh Mist, der ist... Ah ne, aber der ist noch relativ gut dabei. Warte mal, wie... Ne, wie ist denn das hier? Wann ist denn der dran? So, als, ja, als nächstes ist der schon dran. Mist. Das war jetzt der zweite für den, ne? Das ist richtig gut. Oh, nein, das war der. Der hat noch 13, ey. Krass. Warte mal, kann der... Der kann, okay, der kann bis zum anderen laufen. Der hat aber... Ja, der hat da noch mehr Rüstung. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Ey, komm, mit zwei Rüstungen, ja. Okay, gehen wir einfach mal hier hin, dann können wir vielleicht beide auf den kloppen. Aber ist es denn... Dann kann es ja eigentlich nicht mehr... Ey, das verlieren wir jetzt, ne? Das ist ja richtig dumm. Okay, das geht nicht. Schade. Haben wir jetzt verloren? Sind wir jetzt raus? War das richtig dumm? Als ihr ohne viel Federlesen vor die Tore Frostwallers gesetzt werdet, gratuliert ihr euch, dass Eckel den Kampf seiner Männer überlassen hat. Selbst hat er euch bestimmt die Kehle aufgeschlitzt. Okay. Moral ist gefallen. Onef ist nicht in Sicht. Entweder erntet er Gratulation für einen trefflichen erledigte Aufgabe oder er wird gnadenlos gefoltert. Du weißt es nicht. Aber Teil von Eckels Plan war, du kommst unsicher auf die Füße und überlegst, was nur zu tun ist. Aber die Vorräte haben wir gekriegt, oder? Nee, anscheinend nicht. Wir haben nur noch Vorräte für 9 Tage. Leaf ist hier. Wir können nicht rasten, ne? Und wir haben vor allem... Sind alle jetzt verletzt. Ja. Der muss ja mitkommen. Geht ja nicht anders. Ach Mann, 4 Tage. So, aber ich glaube, bevor wir weitergehen, werde ich doch nochmal in den Markt gehen und da Essen kaufen. Auch wenn wir nicht viel Ansehen haben, aber ich... ich weiß nicht mal, ob ich das alles ausgeben soll. Das ist so blöd, weil ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs sein werden. Anscheinend haben wir dadurch, dass wir verloren haben, gar nichts mitnehmen können. Ich gebe alles aus, oder? Wie macht denn das Sinn? Wir haben... 4 Tage für 9 und hier haben wir für 10 Tage, wenn wir so machen. Dann lasse ich das nämlich so. Dann gehen wir jetzt. Vor den Mauern herrscht Chaos. Überall sind Wüter. Zum Glück ziehen sie um den Hügel, auf dem Frostweller liegt, nach Süden und zeigen wenig Interesse daran, euch zu folgen, als ihr in die Einöde zieht. Endlich seid ihr aus Frostweller entkommen. Doch ihr seht neue Probleme gegenüber, auch wenn... Wen auch immer Ivar in Würmsee kennt. Du hoffst, dass er bereit ist, euch zu helfen. Naja. Das wäre ja blöde, wenn nicht, ne? So, da gehen auch die... Oh Mann, wir können... Aber wir müssen lagern. Das sind fast alle gestorben von uns. Das geht ja gar nicht anders. Aber was ist... Da ist irgendwas los. Wir gucken erstmal Heroes an. Da ist ja...
4 Tage müsste das sein, ne? Der Riese ist... Ach, der ist auch tot. Ja, 6 Tage, das ist so dämlich. Ich weiß noch nicht, was da passiert, ne? Mal Oddlife ist... aber die... Ich weiß nicht, wie ich die leveln soll. Rook ist auch verletzt. Ach, der ist auch raus gewesen. Ah ja. Aber der ist eigentlich... Der ist ziemlich stark, ne? Aber ich würde sie gerne leveln, weil die... Ich weiß es nicht. Charakter... Heimlich ein freies Feld auf dem Kampfplatz aus und schießt bis zu 3 Pfeile in die Luft. Wenn ein Gegner das ausgewählte Feld betritt, wird er von den herabbringenden Pfeilen getroffen. Normale Stärke Schaden bewirken, der Feind betäubt und sein Zug ist beendet. Ja. One Arrow bei Stufe 1. So. Es ist hier durchbohren. Wenn Schützin stillsteht, kann sie einen Schuss abfeuern, der die fehlende Rüstung des Gegners nutzt und zusätzlichen Schaden bewirkt. Wirkt die Schützin einen zusätzlichen Punkt Stärke Schaden. Krass. Das ist ziemlich gut. Ja, das gefällt mir gut. Nee, die gefällt mir. Ah, ne, jetzt habe ich die... Okay, das ist ein bisschen umständlich, ne? Schauen wir mal, wer hat der hier? Warte mal, aber den... Keine Ahnung, denn... Tausche ich die einfach aus gegen Rook? Warte mal. Weil wenn die so eine Probleme macht, dann... Aber ist die... Ach, die ist auch... Ach, nee, aber sie hat eine andere Fähigkeit. Ist die andere ist aber auch Nadelauge, oder? War doch so. Nee, Himmelskrieger, okay, ja. Ist doch noch was anderes. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal... Jetzt ist er hier, hallo? Entspann dich mal eine Weile. Die Krieger, die Leute kriegen alles mit. Okay. Ach, Hogenwild ist okay. Ach, aber der hat eine Narbe, okay. Okay. Kriegen sie alles mit? Die sind täglich von Tod bedroht, aber ich soll mich entspannen? Götter, ich sollte doppelt so viel Felder pflügen. Verstehst du? Treib es nicht so weit. Lass uns aus der Karawane werfen, Mogun. Du bist nicht der Einzige, der leidet. Gut. Du bist also verheiratet? Hast Kinder? Ich soll mich jetzt auch... Niederlassen, wie? Ey, sogar ihre Bärte sind synchron, ne? Und die T-Shirts auch, krass. So, was ist mit? Beiden Brüder verstummen, als du dich näherst. Ja, stimmt. Ich habe für ein Kind zu sorgen, reg dich ab, Mogun. Mogun geht und lässt den betretenen Mogun zurück. Da waren die Eltern ja auch richtig kreativ. Luke, was machst du denn hier? Ich habe Geschrei gehört und dachte, ich sehe mal nach. Kommst du immer gleich gelaufen, wenn es mal lauter wird? Dann siehst du wohl deswegen so müde aus. Sieh mal, es ist kein Geheimnis. Ich mag Frauen, Rook. Sie mögen mich auch. Sie mögen die Narbe. Fee. Was, wieso Fee? Hör mal. All dies? Das ganze Sterben? Jeden Abend heult sich die halbe Karawane in den Schlaf. Erbärmlich. Komm schon, Rook, sei ehrlich. Das sind... Nee. Halbe Welt... Stellt nur den Boden, bis sie tot umfällt. Was ist das für ein Leben? Die sind gut dran. Du könntest auch dein ganzes Leben ohne Ziele, ohne Kämpfen, nur mit Langeweile und Hunger verbringen. Okay, der kämpft anscheinend gerne. Bin froh über all dies. Ich weiß nicht. Ich verstehe, was du meinst. Unter uns, ich bin deiner Meinung. Ach, ja, nee, ich weiß es aber tatsächlich nicht so richtig. Sieh es mal so, wir kämpfen fast täglich auf Leben und Tod. Kann ich einen kleinen Bündel Angst werden? Was? Man kann zu einem kleinen Bündel Angst werden. Man kann... Sich im Wald verstecken und Nüsse essen. Kann auch den Kampf genießen. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich Alette nicht nachsteige. Damit kommt er einfach so. Also, guck mal. Oddlife auch nicht. Okay. Du hast Freibahn. Ach, er? Wir wissen gar nicht, was wer die Mutter ist, ne? Du gehst ohne zu wissen, ob sich dein Eindruck von Mogun verbessert oder verschlechtert hat. Ja. Ja, das glaube ich auch. So, nee, Training, nee. Rest. Zack, nochmal. Okay, hervorragende Moral. Das waren jetzt 2 Tage. 3 Tage und 4 Tage. Und dann müssen wir den Riesen einfach verletzt lassen. Das geht ja leider nicht anders. So, aber hier sind wir wieder dabei. Das ist prima. Da geht's.
Okay, ich weiß gar nicht, wo der Unterschied zwischen Clanmitgliedern und Kämpfer ist. Die erstickten Schreie einer Frau erschrecken ausnahmsweise niemanden. Oh. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Schwangeren niederkommen würde. Die Karawane ist vielmehr begeistert wegen diesem ersten neuen Leben seit Beginn der Reise. Einen Tag zu feiern und ausruhen bestimmen, den frisch gebackenen Eltern privat gratulieren, Familie extra Rationen als Geschenk anbieten, nichts Besonderes unternehmen oder ein Kind etwas Frieden gewähren. Naja, okay, wir feiern einmal. Als die Frau aufhört zu schreien und das Baby damit anfängt, bricht die ganze Karawane in Jubel aus. Du hebst dein Trinkhorn der Familie entgegen. Morgen ruhen wir uns aus und feiern. Die neue Kraft in ein langes Leben. Okay, wir haben kaum noch Essen. Wir haben für einen Tag Essen. Oh, wir haben Ansehen gewonnen. Wunderbar. Moral ist gefallen. Wir haben kein Essen mehr. Kacke. Hallo. Oh, jetzt verhungern die, ne? Gute Moral. Können wir jetzt mal was machen? Das ist ja richtig bitter. Können wir irgendwie losgehen und Tiere jagen? Oder hier zum Beispiel so ein Lager finden und entweder Sachen kaufen oder als Banditen sind und die bekämpfen? Das ist ein Götterstein, ne? Den habe ich vorher gar nicht gesehen auf der Karte. Vielleicht haben wir Glück. Beim Götterstein lagern überraschend viele Leute. Sie sind schon lange hier, seit die Sonne stillsteht. Offenbar glauben sie, dass der Sonnengott Radomir, ist wirklich so, ja, Radomir, zurückgekehrt ist. Trotz der trostlosen Umgebung beten sie ihn an. Sie heißen die Karawane willkommen, gesellen sich zu euch und tauschen sich mit euch aus, während ihr euch erholt. Handelsgüter haben sie praktisch keine, toll. Doch ihr Anführer bietet euch an, euch an ihrem Gebetsritual zu beteiligen. Ja, wir fragen erstmal, ne? Weil wir haben ja nichts. Gulin Firi, sagt einer und zeigt dir eine goldene Flüssigkeit in einer Silberschüssel. Er verteilt etwas davon auf seiner Brust. Fast hört es sich an, als würde es dort brutzeln. Durch zusammengebissene Zähne erklärt er, dass es sich um ein Geschenk des Sonnengottes handelt. Das hilft, die Dinge klar zu sehen. Ah. Ey, das hört sich so. Man weiß ja nicht, ob das. Das sind jetzt irgendeine so Fanatiker, ne? Die schmieren sich irgendeinen Blödsinn drauf, werden alle krank und sterben davon. Weil die denken, die kommen denn zu dem irgendwo hin. Zu dem Gott, aber. Nee, komm mal, wir machen. Gucken hier trotzdem nach. Niemand weiß, was Radomir. Wie Radomir ausgesehen hat, da er die Abgeschiedenheit liebte. Niemals nahm er direkten Kontakt mit der Menschheit auf. Viele denken, dass er eine Schlange war, die in der Sonne lebte. Und oft hieß es, dass man an sonnigen Tagen die Schwanzspitze einer riesigen Kreatur in den dünnen Wolken sieht. Radomir gehört stets zu den Glücksgöttern, denen die Leute für gutes Wetter, gesundes Vieh und gute Ernte danken. Das größte Mysterium bestand jedoch darin, dass diese Götterstelle im Grunde eines ausgetrockneten Sees gefunden wurde. Oh. Er rastet eine Weile, brecht dann wieder auf. Die Anbeter des Sonnengottes wollen bleiben. Ihr packt eure Sachen und kehrt auf die Straße zurück. Mist! Okay, da haben wir jetzt was gekriegt, aber verhungern jetzt alle Leute? Wir haben nichts mehr zu essen.